Ja, und noch einmal herzlich willkommen. Diesmal zum Thema Verhandlungen führen, sicher und souverän. Verhandlungen brauchen wir im Privaten, im Beruflichen, immer wieder, wenn wir in Kontakt mit anderen Menschen stehen und für uns oder auch für unsere Firma zu sorgen, um das richtige Maß auch mitzubekommen. Ich habe mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, die gilt es zu kennen. Es gibt drei typische Verhandlungsfehler. Und einer davon ist einfach, mit der falschen Person zu verhandeln. Und ist er überhaupt kompetent genug, hat er die Entscheidungskompetenz? Allein da ist es wichtig, wie selbstbewusst bin ich wirklich, da auch das abzuklopfen. Wenn wir das Training haben und intensiv darüber nachschauen, wie wirke ich in der Verhandlung? Wie kann ich durch meinen Auftritt, durch meinen Blick, Stimme, Inhalt Einfluss nehmen auf den Ausgang einer Verhandlung? Wen werde ich akzeptiert? Das sind ganz wichtige Punkte, die wir da intensiv bearbeiten. Schön ist immer, wenn wir auch in Ihrer Firma keine 20 Leute haben, sondern 8 oder 9 oder 10 Personen, sodass wir sehr individuell arbeiten können. Und was auch immer geschätzt wird, in dem geschützten Raum Feedback zu geben, um kraftvoll damit auch rauszukommen. Was wir brauchen bei Verhandlungen ist natürlich Techniken. Techniken zu kennen. Und ich weiß, Verhandlungsführung ist immer so die Kür in der Kommunikation. Die meisten von Ihnen haben viele, viele Seminare schon mitgemacht und Ihre Firma macht viele Seminare und bietet sehr viele Seminarbausteine. Ich merke oft, Kennen und Können ist immer zweierlei. Es wird nicht immer alles umgesetzt. Und bei dieser Kür, Verhandlungen zu führen, kommen wir auf alle Techniken zurück und wir tun die nochmal trainieren. Genauso ist es auch wichtig, ein paar Methoden zu kennen. Und vor allem Methoden, welche Worte haben, welche Wirkung. Argumentation, Aufbau, Nutzenargumentation. Und wichtig ist auch hier, wie achte ich auf die Beziehungsebene? Ist auch ein Generationsthema. Manche Generationen, und das sagt man ja oft der jüngeren Generation nach, dass sie sehr sachlich ist und ganz vergisst, wie baue ich Beziehungen auf, wie gehe ich auf die Bedürfnisse des anderen ein? Wie kriege ich Win-Win in einer Beziehung hinein? Und ganz wichtig ist, welche Rolle nehme ich überhaupt ein? Jetzt habe ich schon so viel verraten, aber es wird bestimmt spannend und toll, wenn Sie zu diesem Seminar mit reinkommen und wir auch hier genauso schauen können, wie können Sie Verhandlungen noch sicherer und noch souveräner in Zukunft führen. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.